Berechnen Sie den Abstand von E 2x1 plus x2 plus 2x3 ist gleich 1 und P 203. So, da müssen Sie zuerst eine Lotgerade berechnen. Die Lotgerade hat als Richtungsvektor den normalen Vektor der Ebene und den können Sie an dem Koeffizienten hier ablesen. Das ist 2, 1, 2. Und damit ist die Lotgerade L, die ist x ist gleich der Punkt ist 2, 0, 3, plus t mal der normalen Vektor der Ebene. Und diese Lotgerade müssen Sie mit der Ebene schneiden. Die Lotgerade, die können Sie auch quasi als Art Gleichungssystem schreiben. Das ist 2 plus 2t, das x2 ist 0 plus t und das x3 ist 3 plus 2t. Das setzen Sie in Ihre Ebene ein. Ich schreibe die Ebene nochmal an. Und dann setzen wir das x1 hier ein, das ist also 2 mal 2 plus 2t plus x2, das x2 ist t, plus x3 und das plus 2x3 und das x3 ist 3 plus 2t gleich 1. Jetzt haben Sie ja eine Gleichung mit einer Unbekannten, die lösen wir jetzt auf. Dann haben wir hier 4 plus 4t plus t plus 6 plus 4t gleich 1. Und wenn Sie das hier auflösen, erhalten Sie t gleich minus 1. Das t gleich minus 1 setzen Sie in Ihre Lotgerade ein und dann erhalten Sie als Lotfußpunkt x ist gleich, oder eigentlich ist das L, L ist gleich 2, 0, 3 plus t, für t setzen Sie die minus 1 ein. Minus 1 mal 2, 1, 2. Und dann erhalten Sie als Ortsvektor vom Lotfußpunkt 0, minus 1, 1. Also, oder der Lotfußpunkt ist dann 0, minus 1, 1. Und jetzt wollen wir noch den Abstand berechnen. Dazu müssen wir die Länge des Vektors PL rechnen. PL, das ist Ende minus Anfang, das ist also 0 minus 1, 1, minus P, das ist 2, 0, 3 und dann erhalten Sie als PL minus 2, minus 1, minus 2. Ja, und den Vektor kennen wir bereits, die Länge PL, die ist dann Wurzel aus minus 2 Quadrat plus minus 1 Quadrat plus minus 2 Quadrat, pythagoreisches Zahlenquadruppel, das ist 3.